Ja, mein Name ist Heinz Wittenbrink. Ich unterrichte hier in Graz an der FH Joanneum im Institut für Journalismus und PR. Einerseits Online-Journalismus und Online-PR und andererseits leite ich jetzt einen neuen berufsbegleitenden Masterstudiengang, der heißt Content-Strategie. Da geht es eigentlich um Unternehmensinhalte im Web im Wesentlichen. Ja, mein Fachgebiet sind ja eigentlich die Inhalte im Web. Und ganz provokativ kann ich da nicht sein, aber ich würde sagen, die Inhalte entwickeln sich in eine Richtung, vergleichbar vielleicht dem, wie Inhalte im menschlichen Gehirn gespeichert, verändert und verbunden werden. Also von den sozusagen in Stein gemeißelten Inhalten, die es ganz früher gab, und den steinartig auf Papier festgehaltenen Inhalten, die wir alle kennen als sozusagen das Material der Bildung, hin zu etwas Flüssigem oder halb Flüssigem, das sich ständig verändert und immer in ganz neue Verbindungen treten kann. Und das wird uns, glaube ich, noch ganz lange beschäftigen. Und das ist eigentlich eine Veränderung, die genauso groß ist wie die Veränderung, die man zum Buchdruck geführt hat und vielleicht überhaupt zum Aufschreiben. Ja, untermauern. Es gibt schon lange Theorien über Hypertext, über Verbindung von Informationen. Also das hat begonnen in den 40er Jahren schon, ist das konzipiert worden, und dann wurde das auf Computer übertragen. Das war ja zuerst noch gar nicht ganz klar und dann realisiert, am spektakulärsten im WWW. Und man merkt, dass diese Entwicklung immer mehr in die Richtung geht, die damals vorweggenommen wurde. Das hat tatsächlich alle Informationen, die die Menschheit hat, miteinander verbunden werden, das ganze Wissen vernetzt wird und für jeden eigentlich überall zur Verfügung steht. Bisher war das noch sozusagen in Form von Festwebseiten auf Computern. Jetzt ist es irgendwo in der Cloud und man kommt mit mobilen Geräten dran. Und das sind ja nicht nur Inhalte, das sind ja auch Menschen, die da miteinander verbunden sind. Und die Entwicklung und diese Informationen werden auch mehr und mehr automatisch schon ausgewertet, miteinander verbunden, bei Google, aber nicht nur natürlich bei Google. Das heißt, das Ganze nimmt immer mehr gehirnartige Strukturen an, was sich da bildet. Das ist natürlich nur ein großes Bild. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß man nicht, aber man hat so den Eindruck. Und wenn man sieht, gerade wie Google Informationen auswertet mit selbstlernenden Algorithmen inzwischen, wie Maschinen und menschliche Filter zusammenwirken, kommt man immer mehr dazu, dass dieser isolierte, abgetrennte Inhalte, die Einzelinformation, immer weniger wichtig wird gegenüber dem, was da sozusagen vernetzt da ist. Natürlich ist man da jetzt auf einer ganz allgemeinen Ebene und einer Ebene, von die man nur mit Bildern erfassen kann, aber manchmal sagen ja die Bilder auch was. Ja, ich persönlich bin der Meinung, dass man gar nicht mehr von der Gesellschaft da sprechen kann. Also der Ausdruck, die Gesellschaft, setzt ja voraus, ich habe irgendwie einen zentralen Punkt, da kann ich das Ganze sehen. Aber genauso wie es im Gehirn nicht irgendwo das Zentrum gibt, wo die Seele sitzt und alles andere kontrolliert, gibt es auch nicht in der Gesellschaft irgendwo das, was alles zusammenfasst, sondern es gibt nur ganz viele Formen von Vergesellschaftung. Und die alten Medien haben aber die Illusion erweckt, dass man irgendwie die gesamte Gesellschaft erreichen kann. Und in den neuen Medien ist es so, dass ich so viele Einzelverknüpfungen habe, dass ich ganz viele unterschiedliche Wege gehen kann. Aber sozusagen dieses Gesamtbild der Gesellschaft sich immer mehr auflöst. Das ist sicher ein großer Unterschied. Und konkreter verändert sich, glaube ich, einfach das gesamte Bildungswesen. Ich meine, wir sind ja ein Beispiel dafür, wenn wir das jetzt hier aufnehmen und auch mit anderen Dingen vernetzen. Aber die Bildung hat sozusagen einen ganz anderen Aggregatzustand als die alte Bildung, die an die Schrift und an die Bücher gebunden war. Und das verändert alles. Das verändert den Zugang zu Wissen, das wird das ganze Schulsystem verändern, das verändert das Buchwesen, das Publikationswesen, und da sind wir sicher erst ganz am Anfang. Wenn man sich mal einen ähnlichen Schritt vorstellt, nämlich den Übergang zum Buchdruck, und sich anschaut, was ist aus dem mittelalterlichen Bildungssystem geworden, den Klöstern und sowas, innerhalb von 100 Jahren, die waren weg und es hat sich wirklich total verändert. So etwas Ähnliches wird jetzt auch kommen. Und das nimmt man nur erst leider meist im Nachhinein wahr. Es gibt ja diesen Satz von Marshall McLuhan, man fährt in die Zukunft und schaut dabei den Rückspiegel. Und so ist das da eben auch.
Ja, ich finde Vor- und Nachteile, man kann das schwer bewerten. Man ist ja nicht außerhalb und kann sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Der Vorteil ist, dass, oder ein Vorteil könnte sein, dass jedes Mitglied der Gesellschaft, also jede und jeder, an unendlich viel mehr Wissen partizipieren kann und viel mehr an Möglichkeiten hat, als man je zuvor zur Verfügung hatte. Also ich habe gestern einen Aufsatz gelesen von einem Blogpost von dem Louis Gray. Das ist jemand, der bei Google arbeitet. Und der beschreibt, wie seine Kinder mit Tablets im Silicon Valley, mit Tablets und Handys aufwachsen und die einfach gewohnt sind, mit 3 Jahren, bevor sie schreiben lernen, dass sie alles, was es an Wissen gibt, jederzeit zur Verfügung haben. Die können mit Spracheingabe ein Handy abfragen, bevor sie lesen können. Das ist eine wahnsinnige Chance natürlich. Einerseits führt es das dazu, dass natürlich umgekehrt da Dinge in Gang gesetzt werden, die man überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Das ist sicher, wenn man so will, ein Nachteil, also der sogenannte Kontrollverlust. Was jetzt stattfindet, wie diese unendlich vielen Informationen gefiltert werden, ist für den Einzelnen dann oft nicht mehr zugänglich. Und das Ganze führt auch zu riesigen Verwerfungen mit den alten Systemen, die sich ja auch wehren und dann abschotten zum Teil. Das ist. Kann man nicht als Nachteil bezeichnen, aber wie das Ganze ausgeht, weiß man nicht. Meine, nach der Reformation und dem Humanismus kam auch die Gegenreformation und kamen auch Religionskriege. Und es kann sein, dass sowas auch kommt. Ne? Das Worst Case, also ich glaube, dass damit diese Entwicklungen erstmal fruchtbar sind und akzeptiert werden, ist es sehr wichtig, es muss möglichst viel offen sein. Die Ressourcen müssen offen sein, man muss Zugang zu den Daten haben, man muss auch sehen können, was da passiert, also es muss sehr transparent sein. Und der Worst Case wäre für mich, dass diese Offenheit in einer brutalen Weise abgebrochen wird. Entweder durch kommerzielle Interessen, in dem Großkonzerne einfach sozusagen Silos bilden oder indem politisch Silos gebildet werden, auch um sich dagegen abzudichten oder Dinge passieren, die kein Mensch mehr sehen kann, wie es ja bei der NSA zum Beispiel der Fall ist, wo die Daten zwar gesammelt werden, aber man von außen überhaupt nicht mehr reinschauen kann. Das führt dann bei den Leuten dazu, dass sie völlig misstrauisch werden, wie man es im Moment auch beobachtet und plötzlich Google und Facebook und alles furchtbar, furchtbar schrecklich ist. Und das kann sich gegenseitig hochschaukeln. Also das wäre für mich so ein Worst-Case-Szenario. Auf der einen Seite irgendwelche großen anonymen Einheiten, in die keiner mehr Einblick hat, und auf der anderen Seite paranoide, vereinzelte Menschen, die einfach Angst haben und lieber zurück in die Vergangenheit wollen. Naja, ich meine, da kann man jetzt den gibt es ja diesen trivialen Satz, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Also ich würde schon annehmen, dass es das noch gibt, genau wie es heute auch noch Vinylschallplatten gibt. Also es gibt Gründe dafür, vielleicht nicht Zeitungen, aber Informationen auch zu drucken. Das ist auch ein reizvolles Interface. Und es gibt auch immer noch Handschriften, obwohl es den Buchdruck gibt. Aber ich glaube nicht, dass sie relevant sein werden. Also man merkt ja jetzt schon in den USA noch mehr als hier, dass Informationen einfach so, also Zeitung im Sinne von Neunachrichten, dass das so schnell ist, dass da schon der Zyklus einmal am Tag nicht mehr ausreicht. Und Online-Informationen bieten einfach so viel mehr an Möglichkeiten, sind auch so viel billiger, dass sich dem gegenüber, da werden sich die klassischen Zeitungen, glaube ich, nur in ganz kleinen Resten halten können. Also das halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass das noch, ich würde schon sagen, sie spielen heute keine wirklich wichtige Rolle mehr. Die interessanten Debatten finden schon gar nicht mehr in der gedruckten Presse statt. Und das wird sich auch so fortsetzen. Also von daher würde ich sagen, wenn man es ganz radikal formuliert, es stimmt schon, wird sie nicht mehr in unserem Sinne geben. Es gibt sie jetzt schon vielleicht gar nicht mehr wirklich. Wie die digitale Gesellschaft von morgen aussieht. Also ich glaube wirklich, dass man sich das ganz schwer vorstellen kann. Man muss sich ja also wenn man überlegt, also Moore's Law, in glaube ich, 20 Jahren vertausendfacht sich die Leistung von Computern und das wird jetzt in den nächsten 20 Jahren auch nochmal passieren. Es wird zu Dingen, es gibt ja diese Theorie der Singularität, es wird wahrscheinlich wirklich sowas wie künstliche Intelligenz geben in den nächsten 20 Jahren und damit muss die Gesellschaft klarkommen. Also mit irgendwelchen Strukturen, die auch nicht mehr rein menschlich sind in unserem Sinne. Und bei der tatsächlich sozusagen Mentales und, wie soll ich sagen, technische Realität irgendwie zusammenwachsen werden. Und das
was ich mir wünschen würde, wäre, dass das in eine offene Richtung geht und dass man, dass die Leute, dass das zu sehr viel Partizipation führt. Aber es ist nicht ausgemacht, dass es nicht in die genau umgekehrte Richtung führt und dass da Strukturen entstehen, die den Einzelnen einfach Menschen total machtlos werden lassen. Und vielleicht gibt es sogar beide Aspekte immer parallel. Und was ich mir wünschen würde, wäre sozusagen, dass man darüber in Ruhe nachdenkt und auch ein bisschen einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, was sind das für Prozesse, statt so zu reagieren, dass man entweder sagt, das ist alles schlimm, also oder dass man einfach super euphorisch sagt, die Gesellschaft wird sich total verändern und es ist auf einmal alles super. Das ist sicher beides nicht der Fall. Im Moment habe ich den Eindruck, dass die Tendenz mehr ist, es ist alles schlimm. Und wenn man nur Google oder Amazon sagt, dann hat man den Eindruck, viele Leute denken, das ist absolut böse. Dabei sind das ja auch die Träger dieser Entwicklung.